Moin Leute und willkommen zurück. Ich habe nur 15 Minuten aufgenommen, fällt mir gerade auf. Und das ist ziemlich schnell. Jetzt muss ich da das hinsetzen und dann... Nochmal. Ah, das war dumm. Na, ich will jetzt einmal reinspringen. Das wird jetzt cool. Und zwar, ja, Mann, da klatsche ich gegen die Wand. Okay. Ich mach's ganz normal. So. Ja, das war auch schon das halbe Spiel jetzt. Teil 2 wird, glaube ich, auch noch kommen, wenn ich Lust dazu habe. Also Teil 2 Multiplayer habe ich ja eigentlich gemacht, aber musste ich dann ja irgendwie aufhören, weil das nicht ging. Mehr irgendwie. Sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubations- Kamera-Schau, die hat ja nicht. Wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Und wie man hier sieht, ich habe das Spiel gekauft. Und da sieht man, dass das Licht richtig verbuggt ist. So. Nein, nein, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Let's Player. Ich sollte mich schämen. Na stimmt, ich muss in den anderen Raum. Ich spasti. Und muss jetzt... blaues Portal, oranges Portal und durch. Und jetzt kann ich einfach hier und hier, zack. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Vermissen? Natürlich. Zum Glück kenne ich die Story von dem Spiel nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert. Schon. So. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Oh, danke, das wäre ich gerne. Aber das stimmt natürlich auch. Moment, das war hier einfach. Ich mache einfach da hinten Portal hin. Und dann gehe ich da durch. Ich glaube, ich muss da sowieso noch... Wie soll ich denn da eigentlich rankommen? Achso, wahrscheinlich. Ja, ich weiß schon. Hier ein Portal, dann da hinten und dann reinspringen. Ach ja, Physikrätsel. Das ist wahrscheinlich gar keine Physik. Muss ich jetzt ernsthaft... Was zur... Wieso hat mich das jetzt getötet? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wieso bin ich dadurch gestorben? Bin ich noch recht drin, wo es hinplatzen sollte? Egal. Mach hin,
wirklich Gitter. Sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Danke. Sehr nett. Habe ich nicht gemerkt vorher. So, wie lange nehmen wir jetzt schon wieder auf? Was sagt die Uhr? Das waren jetzt knapp 6 Minuten, schätze ich mal. Das heißt noch etwa 10 Minuten und dann oh, 15 Minuten oder so. Ich finde eigentlich 20 Minuten Part schöner als 15. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Wichtiger Testapparat zerstört. Der ist nicht wichtig. Ja, komm auch hin. So, und wieder ein Level geschafft. Springen wir einfach mal hier rauf. So, was haben wir denn hier Schönes? Da muss ich das hier wahrscheinlich hinpacken und dann erstmal dich zerstören. Wichtiger Testapparat, der nicht wichtig ist. Ah, jetzt verstehe ich, was du von mir wieder weg sah. So. Willst du mich verarschen? Man kann nicht sprinten in dem Spiel. Ja, das habe ich irgendwie nicht verstanden, wie ich das machen soll. Aber beim ersten Mal, und ich weiß wahrscheinlich immer noch nicht, wie es geht. Moment, es geht dahin, das heißt, ich war einfach dumm, ich glaube, ich muss einfach so machen, ne? Ja. Wie komme ich das wieder durch? So. Hola? Wichtiger Testapparat zerstört. Nein, du sollst dahin. Und ich weiß wieso. Ach so. Hä? Wie lange habe ich denn dafür Zeit? Das war eine dumme Idee, Freddy. Und zwar eine sehr dumme. So. Eines oder alle ihre Organe spenden können. Ja, cool. Das ist ja schön. Also ich spende ja gerne was. Also wie man merkt, ist Portal nicht so das längste Spiel. Also wenn man es nicht kennt, ist das vielleicht gar nicht so leicht. Also ist schon leicht, aber halt nicht so übertrieben schwer. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Schade. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Ja. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Wichtiger Testapparat zerstört. Aua. Ja, das sind Turrets und, die sollte man am besten nicht. Da sollte man am besten nicht in den Laser von denen gehen, also in den roten Strahl, weil dann
erschießen sie dich. Was bringt mir das X da? Ich kann einfach so umschmeißen. Au. Oh. Help, okay. Help, help. Aha. Ja, cool. Auf jeden Fall cool. Und hier hat wohl jemand versucht zu entkommen, aber hat es wohl nicht so ganz geschafft. So. Noch ein Radio. Hallo, Sie verloren. Suche. Aua. Sind mir nicht böse. Tschüss, ist sowieso das Beste im Spiel. Ja, dann springen wir auf einmal hier gegen. Was soll das? Ich will runter. Sie hassen mich nicht, das war nett von denen. Hallo? Aua! Noch je, bitte, lass mich runter. Und das passiert, wenn man das Gegenstand da reinpackt, sie lassen sich einfach auf wie ich. Manchmal. Erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Die Droidenhölle ist böse, merkt euch das, Kinder. Ja. So. Ladedaten. In welchem Level sind wir denn jetzt? Ich glaube, 14, 15 müssen wir schon sein. Das war Orangensaft. Der Testapparatschacht liefert eine 17 schon. Oh. Leiterkubus in 3, 2, 1. Begleiterkubus, ja, Mann! Begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Das ist der beste NPC der Welt. Er kann alles und das sogar noch ziemlich cool. Ich muss ihn gerade deine Nase kratzen. Die häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen. Und gar nicht sprechen. Wichtiger Testapparat zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Begleiter Kubus ist einer der besten Menschen der Welt. Kann man nicht irgendwie. Ach ja, man kann hier vom Portal schießen. Ich vergaß. Begleiter Kubus als Penner. Begleiter Kubus über Begleiter Kubus. Und den hier kenne ich, glaube ich, aus Teil 2 noch, die Figur. Okay, das war doof. So. Begleiter Kubus. Wo gehen wir denn zuerst? Wir gehen mal diesen Raum hier. Mal gucken, was der hier so macht. Au. Das sollte er nicht machen. Wichtiger Testapparat zerstört. Gut gemacht, Begleiter Kubus, du bist der Beste. Kann ich das hier irgendwie hinsetzen? Ne, er schießt gar nicht mehr, ne? Ah,
Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Was soll ich denn hier machen? Hä? Ach so, wo krieg ich den zweiten Kubus her? Kann ich dich einfach auflegen? Nein. Ich nehme Begleiterkubus mit, der ist nämlich wichtig. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, wie ging das nochmal? Ich glaube, ich habe eine Idee. Begleiterkubus bleibt da, ich schaff das auch so. Dafür brauche ich jetzt das hier. Boah, ich dachte, ich kriege das in die Fresse. So. Dann packen wir das jetzt hier hin. Begleiterkubus, was soll denn das? Du solltest jetzt nicht an ihm abprallen, oder? Okay, er macht es und er tötet mich wieder. Das ist der einzige Raum, wo ich kaum Erinnerung dran habe. Piss dich, scheiß Kamera. Ich hab ne Idee. Ich warte, bis er da durchschießt und wenn er da vorbei ist, dann setze ich Begleiterkubus erst drauf. Close enough. Moment, nein, das war eine Ich hab's aber, ich hab schon die richtige Idee. Fuchs unter uns? Yep, auf jeden Fall. Oh mein Gott, Begleiterkubus hat ja eine Wunde, fällt mir gerade auf. Immer dieser Begleiterkubus. Ach mein Gott, ich bin so behindert. Ja, dann halt, springst du nicht weit genug, ist okay. Nee, schon gut. Ja, so. Ist doch nicht nötig. So. Begleiterkubus, weiter geht's. Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Okay, hau rein. Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Das war schön mit dir. Sie haben Ihren treuen Begleiterkubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, sehr nett. Er hat nämlich nicht mit mir geredet. Das war nur mein Auto. Ja, ich muss doch langsam Zeit, den Part zu beenden. Das waren jetzt 20 Minuten, glaube ich. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.